Öle, Soja, Glutamat, eine unidentifizierbare weiße Masse und Schweineschmalz, um die Juden und die Mossis zu Zeig mir mehr Werbung. Hi, ich bin Sprite. Nicht Big Sprite, nicht Lil Sprite, nicht Hintern, nicht Hitler. Einfach Sprite. Ich bin nur ein Brechmittel, Magic wie Abführmittel. Der Vergleich macht Sinn, oder nicht? Sag Hello Sprite. Fuck you Sprite. Ich bin Sprite. Sprite, 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 Sprite. Oder einfach Schleichwerbung. Dieses Gewächs ist locker voll mit Pestiziden und nicht von einem Hof aus der näheren Umgebung. Ida, das ist eine Mango. Für Öko-Bitches habe ich was ganz Besonderes. Frisches Rattengift. Oder die hier, für deine Mama. Und wenn Kunden mir richtig auf den Sack gehen, werfe ich die hier auf sie. Und wenn sie schon gestorben sind, dann leben sie nicht mehr. Wenn sie das hier probiert haben, dann bestimmt nicht mehr. Edeka, wir lieben Lebensmittel. Nur Kunden mögen wir nicht so, weil die immer verdammt laut sind und alles angrapschen müssen. Typisch ärgern. Rügenwalder. Die Alte in die Haare schmieren. Das neue Schauma Nature Moments mit Essenzen 100% natürlichen Ursprungs wie Shea-Butter, Kokosbutter, Butterbutter und ganz viel Vaseline. Schauma, fettiger Glanz für dein Riesenego. Was wär, säng ich in einem Werbespot, der so grausam deine Ohren mobbt? Es wird Money in mir erweckt, weil Midlife Crisis mir nicht wirklich schmeckt. Kaufen Sie eine Packung Oreo und vielleicht höre ich dann auf zu singen. Bitte, ich brauch das Geld. Check24 präsentiert zwei unterbezahlte Laiendarsteller. Schatz, wir haben gerade über 500 Euro durch Steuerhinterziehung mit Hilfe von Check24 gespart. Und das sollten wir feiern. Woran denkst du da so? An was, das du dir schon lange wünschst. Es hat mit Scheiden zu tun. Oh Mann, du willst die Ehe beenden? Endlich wieder entspannt in den Puff gehen. Danke, Internet. Ich liebe dich. Spar auch du dir nervige Fixkosten wie Frau und Familie. Check24, Deutschlands größtes Portal für abgewichste Dudes of Today. Hier check ich gar nichts mehr. Mit Photoshop ist es immer leicht gut auszusehen, genau wie mit Weichzeichner en masse. Wir machen sie glauben, dass Diadermin Age Supreme das auch kann. Diadermin hat zwar noch keinen Nobelpreis erhalten, doch hätte definitiv einen verdient. Wir überzeugen mit schön leuchtenden Animationen und unserer speziellen Age Supreme Removal Ultra Sensitive Faltenweg Demenz Repair neu. Age Supreme Regeneration von Diadermin. Damit sie Idioten. Marley's Kochen für Vollidioten. Marley Spoon schickt Rezepte und Zutaten von sonst woher auf Umwegen zu dir nach Hause. Lecker kochen für Vollidioten. Marley Spoon schickt Rezepte und Zutaten von sonst woher auf Umwegen dir nach Hause. Du entscheidest, wodurch und wie viele Personen Durchfall bekommen sollen. Die Zutaten sind manchmal leicht angedrückt und die Rezeptkarten garantiert auf Japanisch geschrieben. Koche undurchsichtiges Essen in nicht absehbarer Zeit. Jetzt ausprobieren auf marleyspoon.de. Dieses Überraschungsei ist für dich. Dankeschön. Aber ich nicht schaff's. Nur für kurze Zeit. Achtung! Der folgende Clip könnte Satire und einen gewissen exotischen Humor enthalten. Das Video besteht hauptsächlich aus parodierten Werbesequenzen, für die ich allerdings keinen Entlohn bekomme. Und Pappelschiss, oder warum kaufen Sie so viel Knoppers? Also ich finde, die schmecken einfach so gut. Können Sie das auch begründen? Mhm, ja. Das... Meister, warum heißen die Deutschländer eigentlich Deutschländer? Da war ja die beste Scheiße drin ist, die es gibt, Alter. Probier mal, die sind knackig wie der Arsch von deiner Mutter. Hört sich wie Kaninchenkacke und zart wie Vaginas. Und darum heißen die Deutschländer. Ja! Malte, mach das Würstchen. Mir reicht's. Ich will endlich ein richtiges Loch zum Reinbohren. Alle 12 Monate sterben 1,5 Millionen Menschen an AIDS. So. Bekomme ich einen Goldhasen? Du miese Dreckshure, ich zeige dir mal einen richtigen Hasen. Du musst nur immer diese scheiße Glocke läuten und schon geht die Party ab, yo. So, und jetzt gehen wir zu mir nach Hause. Lind, ein Genuss für Jung und Alt. Wie heißt du noch? Diese geile Fotze. Mhm. Süße Titten, fetter Arsch. Ich habe ihn so richtig tief reingesteckt, bis er nicht mehr atmen konnte. Und dann kommt alles raus. Es war ein Transvestit-Blatt.
Das Original, Milchschnitte. Frisst das Weiß, denn dann passiert dir nicht mehr so ein Scheiß. Karglas penetriert. Karglas tickt aus. Hallo, mein Name ist Thorsten Bohms, Leiter für Kundenzufriedenheit bei Karglas. Eigentlich sollte ich Scheiben reparieren, aber in Wahrheit bringe ich mich jetzt um. So eine Scheiße. Hey, Süßer. Der Sattel macht's mir nicht mehr. Ich suche jetzt was Handfestes. Alle 60 Sekunden vergeht eine Minute in Afrika. Hallo Leute, Barbie hat jetzt eine Schwester. Shelly ist durstig und muss danach natürlich aufs Klo gehen. Ich muss pissen. Jetzt kommt ihr ins Spiel, zieht die verfickten Hosen runter und drückt die Scheiße aus ihr raus. Ihr könnt sie sogar mit dem verdammten Klopapier erhängen. Die alte Schlampe ist jetzt 8 Jahre alt und hat schon ein Baby, da sie nicht richtig verhütet hat. Jetzt dürft ihr euch gleich um Teilkids kümmern. Kauft euch dieses überteuerte Stück Plastik. Shelly, Töpfchen Spaß. Stinken sie auch manchmal aus der Fresse? In diesem Fall können wir ihnen leider nicht weiterhelfen. Wäre schön, wenn meine Kollegin so eine prallen Äpfel hätte. Bevor ich den Typen ran lasse, knall ich mich lieber ab. In der Mittagspause sitze ich eigentlich immer alleine. Meistens schmeißen wir den ganzen Tag Obst durch die Gegend. Also bewahren Sie sich Ihr strahlendes Lächeln, denn ungesunde Zähne sind scheiße. So scheiße wie mein Leben. Kaufen Sie sich Blender mit Complete Plus und Sie können sogar einen Plastikäpfel beißen. Also diese Würstchen sind ja mega geil. Wieso ich Brutzler grille? Na, die haben eben denselben Geschmack wie meine Musik. Total kacke. Verpiss dich doch. Dieses Fleisch schiebe ich mir rein. Mann, ist das eine Wurst. Das ist nicht lustig. It's a prank. Komm her, Alter! Schnipp, schnapp, Penis ab! Jo, meine lieben Regeln, ich hoffe, ihr konntet hierbei ein wenig lachen. Wenn ihr diesem Video jetzt einen Daumen nach oben gebt, rettet ihr automatisch eine Gehirnzelle eines deutschen... You see the rainbow. It's a bird. It's a bird. She was right. No. Also ich fand's nicht lustig und ich hab auch nicht gelacht. Entschuldigen Sie? Ich habe in meinem Leben mindestens schon über 10.000 Mal geschissen.
Ladies and gentlemen, it was lovely to have you this year. See you next year, or not. Was geht ab, Frankie? Digga. Yeah. Oh my god, what is that? Yeah! I got guns in my head and they won't go. Vollende das Sprichwort. Deutsch. Wer anderen eine Grube gräbt, ist ein Huren. Was reimt sich auf Hingucker? Finger rein, Finger raus. Fischkutter. Au! Not one. Bitte benimm dich. Was soll ich mich benehmen, wenn dieses Arschloch dort sagt, ich habe einen hässlichen Hut und selber guck dir mal diese Krampe an. Also ich finde den Hut besser als deinen. Das ist gar nicht meiner, den habe ich geraubt. Geht ein roter Mann zum Arzt, sagt der Mann, geben Sie mir ein Fischbrötchen, sagt der Arzt, verpiss dich du Hurensohn und explodiert. Ende. Bruder, ich bin hingefallen. Du ziehst einen weiter runter als eine deutsche Gute-Nacht-Geschichte. Es war einmal ein Bübli, das gern am Daumen glutscht hat. Seine Mutter hat gesagt, er soll aufhören, aber er hat nicht wollen. Also hat sie ihm die Daumen abgeschnitten. Jetzt hat er keine Daumen. Gute Nacht. Das ist die Security, oder wie? Nee. Weil sie so hier, so wie so ein Türsteher, ganz schön breit, ne? Also stabil gebaut. You just like to let everybody you already know. Get some help. Aufgrund des strikten Alkoholverbots. Do you ever look at someone and... Do you ever look at someone... Sippen. Ich könnte den Ball gerade ficken. Look at little rat. Hello, little rat. You are so cute. What are you? Are you a rat? I don't know. Jesus! Angels. Sippen. Und hier geht's hoch auf eine Sitzbank. Hier ist Werkzeug. Und da kann man drauf gehen und einfach rumpissen. Fotze! Was reimt sich auf Backdim? Amalachakdim. Was reimt sich auf Bein? Schwein! Was reimt sich auf Statistik? Babistik. Was reimt sich auf Horosbo? Horosbo.
Is this your elbow? Or is this your elbow? Great. Alright guys, top 10 funniest women in the world. Thanks for watching. Da kann ich dir direkt mal was zeigen, Eric. Du siehst vor dem Kirchturm hinten, ne? Ja, ja. Und da die weißen Gebäude quasi, da sind doch zwei nebeneinander, ne? Deine Mutter. Sich mal wieder. Und ich krieg diese scheiß Banane nicht auf, weil die so klein ist. Ich kann mir erstmal ewig. Wow. Hey! Baby!